유자! 유자! 하나! 하나! Bleiben Saiyajins, kämpfen bloß aus Leidenschaft. Und sie zittern, bekommen eine Heidenangst. Wenn dir das Ki durch die Adern fließt und die Gegner fliehen, bleiben wir die Krieger, die in große Schlachten ziehen. Egal ob Götter, Cyborgs oder Kaioshins, für die großen Kämpfe haben wir einen sechsten Sinn. Schau mal genauer hin, ich bin für den Kampf bereit. Prinzess Saiyajins, ich weiß, es wird langsam Zeit, Vegeta. Ich weiß, du hast Angst vor dem Battle, denn glaub mir, ich werde deine Kraft übertreffen, jede Wette. Zersprenge wieder alle Grenzen, denn wenn die Kräfte steigen, heißt es wieder mit den Händen hoch, denn ich bleibe die Legende. Du versuchst es schon so lange, doch kommst niemals auf mein Level. Bin gespannt auf unser Battle, schalte in die letzte Stufe. Dann musst du es wieder gegen die Kaioken versuchen. Ich bleibe leider ganz, gib mich auf, wenn du musst kämpfen. Ich bin ein stolzer Saiyajin, nein, ich gebe nicht auf. Ich bleibe leider ganz, gib mich auf, wenn du musst kämpfen. Ich bin ein stolzer Saiyajin, nein, ich gebe nicht auf! Nicht auf! Yeah! Yeah! Kakarot! Kakarot! Kakarot, wieso bist du nicht erreichbar? Deine Kräfte sind enorm, sie scheinen nicht greifbar. Und scheinbar bringt das ganze Training hier nicht. Doch wenn du denkst, dass ich aufgib, ehrst du dich! Ah! Meine Kräfte werden sich nur steigern, wenn ich dich aufhebe und trainiere und das ohne zu scheitern. Denn meine Kräfte sind deinen beider ebenbürtig. Ich bin ein Prinz und wäre ansonsten dem Leben nicht würdig. Und damals gegen Boom gab es keinen Ausweg. Fusionierte mit meinem Herz und weil die Erde sonst rausgeht. Wie's ausgeht, dieser Krieger war der Beste. Doch mit ihm zu fusionieren war wirklich das Letzte. Ich bin die Nummer zwei, wie ich das hasse. Ich geb es zu, du bist der Bessere, der Krieger aus der Unterklasse. Doch wir trainieren, um an dir dran zu bleiben. Und vielleicht werden meine Kräfte deinen übersteigen. Ich bin ein stolzer Saiyajin, nein, ich gebe dich auf. Ich bin ein stolzer Saiyajin, nein, ich gebe dich auf. Ich bin ein stolzer Saiyajin, nein, ich gebe dich auf. Ich bin ein stolzer Saiyajin, nein, ich gebe nicht auf, nicht auf. Trunks haut auf Goku ein, bis er merkt, dass er nicht Black ist. Er nimmt die Vergangenheit wahr, nimmt sie zur Kenntnis. 17 Jahre zurück in der Zeit, die hat sie viel getan. Trunks kommt von seinen Freunden die Kräfte noch nicht an. Goku und Vegeta erklärten sich, dazu zu helfen, denn kräftemäßig sind sie besser als Trunks Umfeld. Bulma fand die Baupläne ihres zukünftigen Ichs. Sie müssen in die Zukunft, durch die Entdeckung entsteht Licht. Hoffnung, dass Vegeta und Son Goku mitreisen, um Black zu vernichten, werden ihre Kräfte reichen. Goku zeigte seine Kräfte, als er Trunks testen wollte. Für Trunks waren seine Kräfte unglaublich pures Gold. Super Saiyajin 3, Mann, ich glaub, es wird Zeit. Trunks verrät Son Goku, dass Blacks Kraft in einem Kampf steigt. Und auf einmal taucht Black auf und es stellt sich die Frage, gibt es eine Chance, ist Goku dazu in der Lage? Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, teilt dieses Video, kommentiert und abonniert. Hallöchen, meine lieben Leute. Hallöchen. Kartocker. Bist ja schon ganz ungeduldig, wie ich es merke. Ich hoffe, man hört die Musik ganz gut. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare dann schreiben. Und auch hallo an alle anderen, die jetzt im Stream schon dabei sind. Hallöchen, Klopperschen. Und auch an alle anderen. Schön, dass ihr, wie gesagt, dabei seid.
Und ja, eigentlich würde ich im Drachenblut ja Alter anfangen, wie immer, aber das kommt ein bisschen später. Der kommt einfach dazu, hat er ja auch in seinen Twitter-Account gepostet. Schön, dass du auch einschaltest, Klopperschön. Schön, freut mich immer wieder neue Gesichter hier zu sehen im Stream. Und ja, freut mich. Wie gesagt, Drachenblut kommt ein bisschen später dazu. Aber in der Zeit nutzen wir einfach mal zu Freezer gehen, um vielleicht die Golden Freezer Form endlich mal zu bekommen. Und da fliegen wir doch einfach mal gleich mal hin. Tja, 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 tja. So. Squaddy Beamer. So, ab in die Kapsel. So. Lalalala. So, jetzt müssen wir zu unserem Maestro Freezer. Zum Kühlschrank. Ni hao, Meister Freezer, was geht? Oh ja. Ausgezeichnetes Timing. Ich will, dass du heute mit mir zusammen trainierst. Schau wieder. Denn siehst du, ich glaube, ich habe mein maximales Potenzial noch lange nicht erreicht. Um stärker zu werden, muss ich mir selbst alles abverlangen und mit Gegnern kämpfen, die mich an den Abgrund des Todes bringen. Ja, ich bring dich zum Tod, mein Freund. Ich denke, dass du als stellvertretender Anführer der Freezer-Armee wärst der ideale Gegner für mich. Ja, das höre ich gern. Kämpfe, also wolltest du mich töten? Weniger akzeptiere ich nicht. Ja, alter Schwede, eine volle Sterne-Mission. Ich bin mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Ah, cool. Dankeschön, Klopperschön. Ja, wie gesagt, du bist herzlich willkommen. Schau einfach mal, du kannst ja mal reingucken, mehr oder weniger. Dann werden wir es einfach mal sehen. Freut mich auf jeden Fall. Cool, dass ich so supported werde. Sag auf jeden Fall mal Dankeschön an deine Freundin. Wie heißt deine Freundin mit Nickname? Dann sag ihr auf jeden Fall vielen Dank von mir. So, eine fette Genki-Dama kriegst du mal ab. Zack, zack, zack. Und noch ein Schlag. Ajo, Freezer. Dankeschön für dein Follow, Klopperchen. Grüß Mami, komm nur mir. So, jetzt kriegst du meinen Todesschützer. Lord Freezer, ich bin der neue Lord, nicht du. Ajo. Ich kann dich auch, wenn du magst, ich hab, schön. Alles klar, freut mich. Du kannst auch, wenn du magst, wenn du davon mitgekriegt hast, habe ich eine Coinsammelgruppe erstellt für alle aktive Abonnenten von mir oder Follower. Und ihr könnt da Punkte sammeln, wenn ihr auf Streams aktiv seid, wenn ihr meine Tweets retweetet auf Twitter und so. Da könnt ihr Punkte sammeln und könnt Preise gewinnen. Also wenn du magst, kann ich dich gerne mal in die Gruppe später reinmachen. Und dann kannst du, wie gesagt, Punkte sammeln. Auf jeden Fall wäre es nice, wenn du dabei bist. Sind auch aktive Leute dabei. Ist echt lustig mit allen. Also wie gesagt, kannst ja reinkommen. So, was für ein Freezer jetzt schon wieder. Alles klar, dann mache ich dich da später mal rein. Das war's, ein guter Kampf. Dank dir bin ich jetzt stärker als je zuvor. Doch, Redmond, der kommt ein bisschen später. Der muss noch etwas essen, dann kommt er auch noch. Hallo, Redmond, schön, dass du auch da bist, mein Freund. Super, super, super. Was haben wir denn eigentlich bekommen? Jetzt habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Scheiße.
Ja, das wollte ich nicht. Fähigkeiten. Todescrasher. Super Discret, bla bla bla. Nee, ich hab nichts Besonderes, glaube ich, bekommen. Nee, auf jeden Fall nichts Wichtiges. So. Gehen wir mal zu Cooler. Vielleicht hat er eine coole. Hallöchen, mein Freund Sascha. Was geht? Nix und bei dir? So. Also, Ginny hat keine Mission für uns. Super. Ah, der hat jetzt auch die finale Form erreicht. Sehr nice. Ich will auch mal meine finale Form jetzt erreichen. Aber naja, gehen wir einfach mal weiter. Such den Ausgang. Help me. So. Aktuell, ganz ehrlich, ich versuche eigentlich aktuell gerade Dragon Ball Super anzugucken, aber ich habe es wirklich nur bis zur ersten Folge geschafft, weil ich momentan einfach keine Zeit habe, ehrlich gesagt, zum Anime gucken. Der letzte Anime, wo ich geschaut habe, war Sword Art Online. Und seitdem, ehrlich gesagt, gar nichts mehr, leider. Wie gesagt, ich habe leider echt, ja, überhaupt keine Zeit durch die Ausbildung, dann durch Stream fast jeden Tag und auch durch, ja, wie gesagt, Freunde. Ja, ist halt echt leider keine Zeit für Anime schauen. Was guckst denn du momentan? Hallöchen, Race. Weiß nicht. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Super. Sehr, ja, Chin. Ja, Zeitmangel, scheiße. Früher hat man ein Anime nach dem anderen geschaut, wo ich noch in der Schule war, aber jetzt geht es leider nicht. Nein, du hast nichts verpasst. Ich bin gerade nur dabei, ein paar Missionen zu machen. Manometer, wir versuchten mich schon wieder so spät anzurufen. Die Nummer kenne ich nicht. Gehen wir mal zu Vegeta, was der will. Du bist also endlich hier. Was scheint. Als hättest du hart trainiert. Das verstehst du, oder? Ich habe auch hart für diesen Tag trainiert. Mit dir werde ich nun versuchen, meine Stärke auszureizen. Deine Spezies und dein Rang sind unwichtig für mich. Du bist ein Krieger, dessen Fähigkeit ich erkannt habe. Ich werde meine gesamte Kraft gegen dich einsetzen. Ich hoffe, du bist bereit. Eine gute Antwort. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Nun, du gehörst zur selben Spezies wie derselben ernannten Herrscher des Universums. Ich muss dich dafür loben, dass du so stark bist. Aber letztlich werde ich gewinnen. So, dann zeig mal, was du drauf hast. Assassination Classroom, Dragon Ball Super, One Piece. Ja, One Piece ist ziemlich lang, gell? Und ich habe auch gehört, dass es immer noch nicht der Schluss sein soll von so One Piece, dass immer noch Folgen geplant sind. Habe ich gehört mal. Das ist echt krass, muss ich sagen. So. Ah, scheiße, Vegeta, komm doch hin. Nur weil du in einem Schumbo-Sängerchen bist, denkst du, du hast Chance, aber ich habe den längeren Penis als du. Spannend. Alter, ich finde die Gänge damals schon geil, wenn die irgendwo abprallt und so hängen bleibt. Bam, 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 bam. So. Und jetzt gibt's noch eine Schlagkombo. Fick dich. Alter, jetzt. Zeig dir mal meine Superkamera. Okay.
Ich zeige meine Super Kamehameha eben nicht. Du Banause. Du bist ein Ab. Meine Abonnenten verlangen von mir ein Super Kamehameha, aber du bist so ein Banause, du Gegner. Nikita. So. Hat auch geklappt. Alter, Drecksack. Bam, 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 bam. Ja, auf jeden Fall. Ich finde echt cool, dass die Sammelcoins-Aktion bei euch so richtig cool ankam. Bei euch fand ich echt nice. Wow, das war gerade Glück. Fast hätte es sein. Ich glaube, Final Flash war das, oder? Hätte mich der Final Flash erwischt. Nicht mit mir, mein Freund. Ich mach sie alle platt. Komm her, mir her. So, jetzt gibt's einen Todesschlitzer. Ayo, du Drecksack. Bam, bam. Alter. Das glaub ich nicht. Kaboom! 65% erst, alter Schwede, das ist echt krass. Ja, wenn man so sieht, die One Piece Welt ist ja echt riesengroß auch. Also ich bin nicht, muss ich echt sagen, nicht so der One Piece Experte in dem Punkt. Aber ich hab's auf jeden Fall gehört, dass es echt noch riesig sein soll, One Piece, das ist echt übel. Haben sie, der Manga ist auch noch nicht durch, oder? Wie ich jetzt persönlich weiß. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal von einem Angehörigen von Freezers Spezies besiegt werde. Wie denn auch sei, dieses Mal muss ich mich geschlagen geben. Aber warte nur ab, das nächste Mal gewinne ich. Willst du mal einen Todesschlüpfer sehen? Ich zeig dir gleich mal ein paar Oma-Schlüpfer hier. Und bis dahin trainiere ich fleißig weiter. Ja, trainiere mal ein bisschen. Du bist die Nummer 1, habe ich Trophäe bekommen. Yay! Okay. Krass, ey. Ich finde es ein bisschen schade, dass Naruto fertig schon ist. Klar, mit Boruto geht es dann wieder weiter, aber so vom... Ich weiß nicht. Hätte es gefeiert, wenn es weitergegangen wäre mit Naruto noch und so ein bisschen. Also ihn als Hauptrolle. Fände ich auf jeden Fall, hätte ich nice gefunden. So. Oh, da bist du hier. Oh, da bist du ja. Ich möchte dir etwas zeigen. Du bist stark genug, um Vegeta zu besiegen, aber im Gegensatz zu ihm bist du nicht leichtsinnig. Vor einer Weile hat jemand etwas Verdächtiges auf unserem Grundstück zurückgelassen. Eine unserer Wache hat es gefunden. Wie diese Person aussah. Nun, er hatte stachelige Haare und trug eine seltsame Vorrichtung über den Augen. Vielleicht war es ein Saiyajin, der einen Scouter trug. Nein, unmöglich. Wie denn auch sei. Das hat er zurückgelassen. Kannst du dich für mich darum kümmern? Hier, bitte. Das Folgende ist erhalten. Verzerrte Zeit Ei 2. Einmal. Es sieht aus wie eine Art Ei. Wir haben es im Labor untersucht, aber wir konnten nur herausfinden, dass es eine Menge Energie enthält. Und Vegeta versucht immer wieder, sich zu holen. Offenbar will er gegen das kämpfen, was sich darin befindet. Hält er mich verrückt? Ich würde die Erde niemals auf so eine Weise in Gefahr bringen. Wie denn auch sei, ich möchte, dass du das Ei behältst. Ich weiß, dass du eine Menge Tricks auf Lager hast. Hey, ich weiß, dass das stimmt. Meine weibliche Intuition sagt mir, dass du eine andere Herangehensweise versuchen könntest. Außerdem bist du genauso stark wie Vegeta, daher kann ich darauf vertrauen, dass du dich darum kümmerst. Okay, danke für deine Hilfe. Bis dann. Oh, wir haben ein Ei bekommen. Mal gucken, was wir damit machen können, ob wir Spiegelei daraus machen können. Bei Naruto waren mir die Filler viel zu heftig, fast mehr Filler als richtige Episoden. Ja, wenn man so sieht, die erste Staffel waren, glaube ich, davon, ich
glaube, 30 oder 40 Folgen, nur Filler-Folgen, wo du gar nicht angucken gebraucht hast. Ich glaube, die gingen, glaube ich, nur bis 110 und gingen noch bis 160 oder so weiter. Also das ist echt schon heftig, wie du sagst. Also es war echt heftig. So. Dann gucken wir mal, was jetzt hier noch so alles abgeht. Deine Objektliste, Kapseln, Mischer, Essen, wichtige, verzerrtes Ei. Ein Ei, das der Mann mit der Scouter hinterließ, das genau wie ein Toki-Toki-Ei aussieht. Irgendwas stimmt mit diesem Ei nicht. Weiß doch über jemand mehr Bescheid über das Ei oder will mich jemand nicht spoilern oder so? Ich hab ein Ei. Ich hab jetzt 3 Eier. Eier. Nee, ich hab noch nicht angesprochen, weil noch nicht so alle da sind wie jetzt der Dominik oder so. Oder der Vivo oder so. Sind ja noch nicht viele da, wo jetzt wirklich in dem Projekt dabei sind. So, Key-Explosion machen wir mal hoch. Bisschen Maximal-Key. Das hier machen wir mal hin. So. So. So, jetzt haben wir alles hochgepusht ein bisschen, Mann. Ja, der Drachenblut hat mir gerade geschrieben. Er kommt gleich. So. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Vivo. Hashtag Spannung. Ja, ich habe gerade noch, wie gesagt, der Drachenblut hat mir gerade geschrieben. Er hat mir geschrieben. Ja, die Spannung ist groß. Die Spannung. Du Spanner, du. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Wir sind schon online. Sagt den Zuschauern Hallöchen. Hallöchen. Ja, ich habe schon angekündigt, dass du ein bisschen später kommst. Jo. Kriegst du noch einmal eben eine Anfrage? Also Party-Einladung? Achso, ja, kann ich machen. Moment. Wo bist du denn? Hier, Drachenblut. So. Ach, bin ich blöd, jetzt mache ich mit dir noch eine paar. Ach, egal. Ist ja egal, wie rum ich's mach's. Alles klar, hab ich dir gesendet. Jo. Und die Abonnenten können sich noch mehr ins Zeug legen, auf jeden Fall. Um gewinnen. So. Dann stelle ich dich hier auf Mute und dann Party da. Ah, alles klar, Race. Dann schön, dass du einschaltest. Freut mich, dass du mir auch auf Twitch folgst. Und Zeitei kannst du nach der Story beschäftigen. Ah, okay, alles klar. Dann müssen wir erstmal noch die Story zocken. So, das haben wir. Alles klar. Ich habe so ein Ei bekommen. Hast du auch schon mal so ein Ei bekommen hier im Xenoverse 2? Jo. Habe ich auch schon. Du brauchst ja noch ein bisschen, oder? Dann kann ich ja noch eine Mission gerade machen. Ja, also der bereite ich jetzt vor. Und er ist praktisch. Und herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Grand Gold Cinema 3. Ich bin euer Drachenblut und das ist bei 9 Millionen. Dabei willkommen zurück. Ja, und mit der heutigen Verbindung von der Drachenblut und
Mit mir an meiner Seite natürlich hier der Liga, der Let's Play Store. Hi Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch alle gut. Es scheint es als zu geben, um meine Herausforderungen zu bewältigen. Gute Arbeit bei den letzten Herausforderungen. Du warst schnell fertig, als ich erwartet hatte. Nun, hier ist deine Belohnung. Was meinst du? Sie ist etwas zu toll? Hahaha, das passt schon. Sie gehört dir. Nimm sie. Du hast sie dir verdient. Pass auf, ich bin Mr. Satan, der Weltmeister. Wenn ich sage, du sollst sie nehmen, dann nimmst du sie auch. Ja, Chef. Wow, 5000 Zenny. Der kann mir mal 5000 Euro geben. Du hast doch nicht für 5000 Euro Cash auf die Hand, Junge. Du hast doch noch nicht gedacht, dass der Test schon fertig ist, oder? Ich habe ja noch nicht mal deine Fähigkeiten gesehen. Ayo hat noch nichts mal von mir gesehen, gib mir 5000. Okay, kann ich auch gehen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob du das Zeug hast, mein Leibwächter zu werden. Also bekommst du noch eine Herausforderung. Mr. Satans Herausforderung. Erziele ein 45-Treffer-Kombo. Wieso siehst du so mich so komisch an? Natürlich will ich, dass du mein Leibwächter wirst. Du wagst es an mir zu zweifeln? Hast du etwa vergessen, dass ich der Weltmeister bin? Weißt du nicht, dass Weltmeister niemals lügen? Du sollst dich beruhigen. Ich habe noch ein paar Herausforderungen für dich. Wenn du alle meine Herausforderungen bestehst, erlaube ich dir, mein Leibwächter zu werden. Ich bezahle auch noch. Aber sowas. Hi, Red. Servus, Red, beim Drachenblut. So. Schon mit dir. Für die, die den letzten Stream verpasst haben, da wiederhole ich jetzt mal, was wir so alles gemacht haben. Wir haben letztens Shenlong miteinander in unserem ersten freischaltbaren Charakter gekriegt, und zwar Hit. Den habe ich in den Expansion umgesetzt, der da jetzt nicht so gut hingehört. Aber man kennt ihn aus, man kennt die Charakter persönlich selbst noch nicht. Heute machen wir entweder mit der Story weiter, Parabelquest oder mit dem Expertenquest. Mir ist das wurscht. Ich denk's mal, wir machen heute ein bisschen Story wieder weiter, oder? Und dann später noch mal eine Experte-Quest später dann. Alles klar, Sascha. Bis dann. Ciao. Schön, dass du da warst. Kaioshin, der Zeit bist du schon drin, Digga. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Portal hin. Alles klar, warte kurz, ich mach kurz noch was. Jo. Stell mich nur schon mal vor ihn. Alles klar, mach das. So langsam baue ich mir schon irgendwie so ein kleines Team auf, ne? Deswegen baue ich mir echt schon so ein Team hier auf. Ja, ist auch sehr geil. Ja, so. Du als mein Spielkollege, Red als mein Mod und meine Freundin als meine so gesehene Assistentin. Besser kannst du halt nicht laufen, oder? Hä? Besser kannst du nicht laufen. Nö, nicht wirklich, aber also, du bist. Habe ich mir schon mein eigenes Team So gehört sich das. So. Alles klar, ich stelle ein bisschen ein. Dankeschön, dass du Bescheid gesagt hast, dass es ein bisschen leise ist. Ist es besser? Sag mal nochmal was. Drachenblut. Ja, was soll ich denn großartig sagen? Ich bin auch unwichtig. Alles klar, ich dann professionell hier. Ich denke, jetzt bist du lauter. Gut. Mein Trommelfell tut auf dem linken auf jeden Fall explodieren gerade. Nein, Spaß. Wir sind ganz professionelle Profis. Profis. Ja, Profis sind ja am Werk.
Ja, also bei mir ist jetzt hier kein Kaioshin. Weder da hinten noch hier von euch. Ich glaube, wir müssen Parallel-Quests machen. Das kann ja auch. Nee, du musst. Also ich habe meine Mission hier noch bei diesen. Bei der Kaioshin der Zeit hier in der Mitte. Da haben wir doch diese Einführung gemacht in diese spezielle. Ah ja, stimmt. Also stimmt, ja, und das ist das. Stimmt. Die liegen immer dahin. Mach mal Platz, Uschi. Oh, ich hab ja jetzt Friede. Aber dann labern sie nochmal an. Willkommen zurück. Ich wusste, du würdest es schaffen. Die beiden Zeitspalten wurden deutlich geschwächt. Es hat sich nichts verändert. Natürlich hat es das. Sie sind viel schwächer. Glaub mir, ich kann das einschätzen. Jetzt, da du die Zeitspalte geschwächt hast, muss ich sie nur noch versiegeln. Sie können keinen Schaden, nachdem sie geschwächt wurden. Ich habe es nicht eilig. Das ist immer so eine lästige Angelegenheit. Du kannst dich so oft um sie kümmern, wie du willst. Das wäre sicher ein gutes Training für dich. Ja, klar. Wir müssen alles sofort machen. Sie ist zu faul, man zeigt zu. Egal. Du kannst dich so oft um. Und wenn du sie siehst, dass sie einen neuen Zeitspalt auftut, kümmere dich um ihn. So wie du es bei den anderen hier auch getan hast. Haben wir schon längst gemacht. Ja. Alles klar, jetzt kommen wir wieder zum alten Kaioshin. Scheiße. Aber es hat ja nichts mit deinem Stream zu tun, oder? Das stimmt, dann hättest du echt ein Problem. Du bist gerade, wie gesagt, bei mir im TS-Set und rausgeflogen. Alles klar. Also die, wo es bei mir nicht mitbekommen haben, bei ihm ist gerade der Laptop abgeschmiert, deswegen ist er gerade aus dem TS geflogen. Aber er kommt gleich wieder. So, du hast Trunks gesprochen. Ich glaube... Hoho. Auf die Zeitpatrouille gehen. Let's go. Okay, dann gehen wir mal. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann kann ich nicht spielen. So. Das ist groß, das ist wirklich groß. Okay. Wovon redest du jetzt? Sie redet von groß und wirklich gewaltig. Also, wer weiß, wovon sie redet. Toki no Kaioshin-sama. Ittai nani ga attan desu ka? 落ち着いて聞いてね。あ、そう。Hör genau zu. Togi Togi hat tatsächlich ein Ei gelegt. Komm schon, sag es mir. Seit so vielen Jahren ohne Hinweis erwarten wir. Ist das der Strohhut oder diese Reise? Unsere treue Crew wird uns immer stets begleiten. Durch fremde Zeiten ist das die. Ja, ein Ei von Togi Togi. Was hast du prophezeit? Ist es die Wahrheit über diese Welt der Welt? Die Pornoglyphen, Robin wurde auserwählt. Warum das Ganze? Planst du eine Rebellion? Warum Luffy wird er sich die Krone holen? Erinner Roger, was hat das zu bedeuten? Jeder sieht den König und keiner kann es leugnen. Und jetzt die Allianz, planst du den totalen Krieg? Die letzte große Schlacht, Regierung wird besiegt. Ja, wir müssen eine große Party feiern. Zusammen mit Dragon wird er dann der Herrscher. Doch mit welcher Macht, wie soll er das schaffen? Das König Taki, die antiken Waffen,
So viele Fragen, sag, was ist mit diesem Tisch? Wird der rote Teufel schenkt von dem... Du verstehst es nicht, du verstehst es überhaupt nicht. Was? Jetzt sind wir unglaublich tolle neue Kapitänsgebälle für alle Welten, die es gibt. Knappe. Ah, jetzt bist du wieder drin, oder? Ja. Sehr schön, jetzt bist du wieder drauf. Ja, tatsächlich. Jo. Wenn es eines der Eier ausgeübt ist, ist das der Beginn einer neuen Zeit. Wow. Wow, das nenne ich mal ein Ei, was? Wir müssen also eine Feier vorbereiten. Ich werde etwas Wunderbares kochen. Rührei! Ja, aber erstmal halte ich, bevor ich meinen ersten Satz habe, den Arsch in die Kamera. Hallöchen, Maxi. Schön, dass du im Stream auch da bist. Können wir die Party vielleicht jetzt verschieben? Aber ich hab schon eine neue Schürze und alles. Und ich bin sicher, dass sie steht hier ausgezeichnet, aber ich bin überhaupt nicht hungrig und will auch nicht sein. Oh, Trunks, das hast du aber so süß gesagt, als wenn das so ist. Ja, ich hab's gemerkt, Maxi, dass du im Pokémon Sonne Mond vertieft bist. Dass du nicht gleich in den Stream kamst. Ich hasse dieses Spiel. Ich schätze, wir warten, bis wir alle zusammen sind. Dein Partner ist noch nicht zurück. Ich stehe doch neben dir! Warum nicht? Ja, ich hoffe dann, dass alles okay ist. Aber er steht doch direkt neben mir. Aber er ist ja so gewöhnlich. Also. Endlich ein Euro kann. Ja, eigentlich nur zu dir verwandt sein. Ja, da hab ich recht. Genau. Genau. Da noch eine Veränderung in der Zeit nach in der Geschichte. Wo ich dich wieder hinschicken werde und ich werde dir das Buch einhalten. Böse. Es lädt schon wieder. Maxi, du alter Suchti, 5 Stunden Spielzeit schon. Ja, ich hoffe, dass das Spiel morgen kommt, damit ich das Gewinnspiel starten kann ab morgen. Ich wollte es ja schon heute starten, aber heute kam mir der Scheiß noch nicht. Oh! Brudi! Oh, Brudi! Brudi! Sprichst du mit Tova? Ja, kann ich machen. Ausgezeichnete Arbeit! Kommt dir der Gegenstand hier bekannt vor, den sie in der Hand hält? Oder, Margin, das ist... Ja, aus Dragon Ball, ja. Von Margins. Mhm. Hallöchen, Samuel Boy... Boy... Samuel Boy One, sorry. Samuel Boy, sag ich zu Boy. Ui, ui, ui. Bye, Boy. Haha, wir haben ziemlich viel Energie gesammelt. Es lag und Cola. Tragen alle ihren Teil zu bei. Sie haben viel mehr Schadensenergie zurückgebracht als gedacht. Du sprichst Mira, oder? Ja, ich fühle mich dank ihr so viel stärker als je zuvor. Warum bin ich denn auf der Füße beunruhigt? Vielleicht weil. Broly und wie heißt denn die anderen nochmal? Ja,
Das war eine seltsame, unmessbare Stärke. Warum haben wir ihn hier nicht? Ja, hier ist auch so. Er ist viel stärker als zu der Zeit, als sie ihn zum ersten Mal gefangen haben. Und er ist sogar noch stärker als Toten, der seine Stärke verbessert hat. Aber er macht mich nicht so. Er macht mir nicht so viel auf das Video. Ist das deine Stärke? Mira! Die Zeit ist gekommen. Wir werden unser Plan umsetzen. Du bist bestimmt schon ganz ungeduldig, oder? Oh, ich find's geil, dass Super Match Chamember dabei ist. Das ist so geil. Nice, kann man den Fang high an GTS schon mal Fang so eingelöst? Wen meinst du damit? Mit meinem Fax. Was ist los? Ja, ja, ich merk's irgendwie bei dir auch an der Stimme, du bist voll abgehackt heute. Ich bin auch geschmiert. So wie bei mir letztes Mal. Letztes Mal war es bei mir und jetzt ist es wohl bei dir irgendwie heute. Manfaxo ist ein geiles Pokémon, wie Relaxo. Bruni, du Penner, komm her. Ey, Son Goku ist tot. Du Lutscher, ey. Der stärkste Kaiser bricht die Knochen seiner Feinde versprochen. Denn du kommst nicht davon, du brauchst gar nicht erdrosst. Bring mehr Blut hier zum Kochen, später Handeln in die Ecken. Stell dich gegen mich und ich werde dich brechen. Und, und da sind wir jetzt auch wieder im Teamspeak. Jetzt hört mich hoffentlich auch mal gut, dass ich meinen Spawn wieder. Ja, ich hör dich allgemein gut. Wunderbar. Gut, gut. Zwischendrin warst du echt abgehackt, aber jetzt geht's wieder. Ja. Also Freunde, ich war euch schon mal vorredig, sowas nochmal passieren sollte, dass den Passwort von bitte nicht gleich ausrasten, blablabla. Es passiert mal. Heute ist der Wurm drin, nicht nur im Alltag, sondern auf Arbeit auch. Echt, hattest du heute einen Wurm? Ja, so ein bisschen, Zutage gibt's. Aber ich lass mich. Ja, soll ich sagen, wie. Boah, es geht. Ich wurde ja mal wieder viel besser, aber lass mich nicht davon kriegen. Todesschlitzer. Danke. Noch nicht, ich hab vorhin, bevor du drin warst, hab ich. Wie gesagt, bevor du kamst, habe ich jetzt ein paar Missionen schon gemacht, also eine Mission bei Freeza gemacht, aber leider geht's noch nicht. Ajo, jetzt macht er mich zu einem Kaugummi-Ball. Willst du mal Internet neu starten oder so, oder? Weil du bist auch ziemlich abgehackt im Teamspeak heute. Start am besten einfach mal komplett neu und dann komm halt nochmal rein. なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。あの、これです。
der Wurm drin. Okay. Alles klar, Todas. Ich warte dann, wenn ich dann die nächste Pause habe, dann gehe ich raus. Oh Mann, ey. Also Leute, wenn ich es nicht ganz mitbekommen habe von ihm, wenn ihr es richtig verstanden habt, der Drachenblut hat gerade momentan extreme Internetprobleme. Und wie gesagt, er hat halt momentan Internetprobleme, muss nochmal komplett neu starten sein Internet, deswegen gibt es da ein bisschen Probleme. Also er ist gleich wieder da und hoffentlich klappt dann alles wieder richtig gut. Hallöchen Dominik, du kommst auch. Ich dachte schon, du bist irgendwie verschollen oder so. Das war so eine Nebenmission. Ich glaube, die habe ich schon beendet. Wie gesagt, Race. Aloha. Hallo, Lale. Boah, das ist so eine epische Szene. Machin Vegeta, Leute. Machin Vegeta. Ich feiere diesen Charakter. Das ist mein Lieblingscharakter. Ich freue mich so auf den. Diese Szene. Boah, Leute, wenn ihr das seht, ich hab Gänsehaut wie Sauerkraut von dem und Vegeta kann beginnen. Let's fight! Vegeta, jetzt ist endlich Zeit für das Battle. Nach all den Jahren, sag, kannst du mich übertreffen? Bekämpfe dich, versteck dich nicht, damit du endlich siehst. Servus! Diese Kräfte hier verdient. Ich hebe meine Arme, sammle Kräfte, das Finale. Komm, du kämpfst in voller Rasche, konntest du mich bisher schlagen. Alles klar, muss dann. Du wirst dich freuen auf die Szene, weil es wird geil. Dein Stolz, du nennst dich einen Prinz. Wenn das ein Prinz sein soll, bin ich der King der Saiyajins. Und du rastest wieder aus, das bringt dich hier nicht. Wie gesagt, Leute, wir müssen jetzt so ein bisschen warten, weil wir das so ein bisschen parallel gestalten wollen. Jetzt sehe ich auch hier weiter im Teamspeak, ne? Alles klar, willkommen zurück, mein Freund. Ja. Heute ist echt der Wurm drin, ey. Dominik, er hat Aloha geschrieben, wahrscheinlich wegen Pokémon Sonne Mond, dass ein Flow-Krater drin ist. Alter, was ist denn heute los? Ist heute wieder Like-Fashion drin oder so? Like, Dankeschön, danke. Und Twitter, ey. Einzelspieler-Lobby. Also in der Zeit geht's wieder bei dir, Digga. Ja, du bist aber heute extrem abgehackt bei mir auf dem PSN. Ist echt krass heute wieder bei dir. Jetzt in der Einzelspiel und heute ist irgendwie ganz warm drin, auf jeden Fall. Das war jetzt schon mehrmals gesagt, aber es ist eigentlich. Ich versuch's jetzt noch einmal, wenn er dann wieder abschmiert, dann ja, ist es halt ein bisschen schade. Aber ich lasse mich wieder verfügen. Dann hört man mich halt über dir. So, Videomanager. Oh, du gehst trotzdem bei dir im Stream rein, oder? Bei dir? Oder lässt du den Stream? Also, wenn es jetzt hier noch geht, das andere Teil 2 bleibt auch. Ja, sollte es nicht gehen, dann gebe ich dir einfach meine Version und schicke sie dir dann einfach. Ja, das wäre nett. So, bevor du dann nochmal irgendwie abkackst, dann nochmal und dann nochmal. Ja. Ja, dann, das ist nett, danke. So, jetzt einfach kurz anhören, warte. Und zum dritten Mal ein herzliches Willkommen
zurück, Freunde, bei Dragon Quest Universe 2. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ist heute irgendwie der Mond, wenn ich schmiere hier häufig ab, meine Verbindung wird immer abgeschmiert bei der Serververbindung zur Übertragung. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann ja, müsst ihr leider bei mir verzichten heute. Ja, aber ich zocke natürlich mit dem Storm weiterhin. Ja, aber ihr hört meine Stimme dann nur bei ihm. So, das ist hier. Ich mach grad Live-Unterhaltung hier. Mach grad auf Amateur-Rapper. Okay. Also wie ist der da hat, dann weißt du mit der Kappe nach vorne und dann mit der Arme. Yeah, yeah, yeah. So. Ja Leute, ich bin behindert. Zeit 2, da ist die auch. Ja, die hau ich hier raus. Bei Twitch, die auch diese eine Minute da. Zack. So, dann überspringen wir schnell. Alles und ich werde das jetzt an diesen Gespräche werde ich jetzt nicht wiederholen, weil die vorher schon. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass es heute ein bisschen hakelig ist, dass da wieder ab und zu mal abschmiert. Überspringen wir. Deswegen nimmt es mir nicht übel, den nächsten Stream wird es halt wieder besser werden. Es ist halt nur der Wurm. Unter den Menschen gibt es Wesen, die man gut. Ja. Der gute Storm kennt das ja selber wahrscheinlich. Ja, das passiert. Aber in der Zeit, wo du gerade die sag's mir, die Mission nachholst, also ich bin gerade dabei, wo sie dann in dem Gespräch sind, also ich habe Boo und so etc. besiegt. Habe ich noch eine kleine Ankündigung wegen dem Coinsammeln Projekt. Und zwar der Play, hab ich, bevor ich mit dem Stream gestartet habe, mit dem Blaze mal geredet. Und der macht ja auch fleißig mit beim Punktesammeln. Und er hat gemeint, wenn er eine gewisse Höhe hat, so in 2 Monaten oder so, würde ich dann ein Gewinnspiel auf meinem Kanal machen. Und er vergibt dem Gewinner, der das Gewinnspiel gewinnt, da werde ich nochmal mit ihm reden, wie das dann genau aussieht, ob wir eine Frage stellen oder. Wird er seine gesamte Punkte demjenigen geben, der dann das Gewinnspiel gewinnt. Und das soll ich mal verkünden von ihm. Und ja. Und es wurden jetzt auch viele, viele Fragen heute gefragt. Doppelt gemoppelt hält besser, ja. Wegen dem Gewinnspiel. Was ist denn heute los, Dorn? Wo ist das Pokémon Sonne Mond Gewinnspiel? Wo ist das? Verarschst du mich? Und etc. alles Mögliche geschrieben bekommen. Und Leute, ich will halt das Gewinnspiel komplett haben. Das Pokémon Monopoly ist schon da. Das Mew ist schon da, wie ich ja schon gepostet habe. Nur kam es das Pokémon Mond noch nicht heute. Und deswegen hoffe ich, dass es morgen da ist. Und dann wird es auch morgen das Gewinnspiel auf jeden Fall auf dem Kanal auftauchen. Jetzt kommt der zweite Kampf mit Broly. Und ich wär so gern ein Super Saiyan und wir fliegen durch die Welt. Wär so gern ein Vorbild für viele. Und geh weg. Viele Schmerzen aushalten, nie das Handtuch werfen, im Gegenteil wird die. Ist auch cool, Race, wenn du es nicht merkst, dass du schon fast eine Stunde bei mir drin bist. Da macht es ja Spaß, wenn du nicht merkst, dass du so lange schon drin bist. Wie gesagt, ihr könnt gerne für mich auch immer weiter Werbung machen, Freunde reinholen. Das wäre echt nice für euch. Würde ich auf jeden Fall hart feiern, wenn ihr Werbung für mich machen würdet. Richtig hart. Hart falsch, ein Hardcore-Porno. Super. Und oh, jetzt gebe ich Martian Buu hier erstmal auf den Sack. Alles klar, dann bist du bald durch. Ja. Ja, meine Freunde, wie kann ich euch denn noch so ein bisschen unterhalten? Findet ihr Kaioshin derzeit sexy und könntet ihr euch vorstellen, mit ihr Sex zu haben? Na, das war klar, dass sowas kommt. Ey, ich bin heute irgendwie voll derbe unterwegs. Sorry, Leute, eigentlich bin ich gerade dabei. Ich weiß nicht. Heute ist hier. Oh Mann, ey. Würdet ihr.
Das müsste ich so als Gewinnspielantwort geben. Würdet ihr Sex mit ihr haben wollen? Und wenn ja, wie? So. Deine Bube Sieg zu haben. Was kommt denn jetzt labert her so alles? Ich meine, dann ist es mal zu Ende. Nee, da war ein Grübel. Aber jetzt ist er. Ja, jetzt, wir müssen jetzt echt abhauen, wie es aussieht. Weil ich kann ihn nicht komplett down machen. Ja, das weiß ich. Dankeschön, Kartocker, für dein. Für dein Virus. Weil meine Schwester will halt mit mir spielen, aber sie will es sich nicht kaufen. Demnächst YouPorn-Livestream. Ey, Traum, jetzt kommt eine Sequenz. Okay. Ja, erzähl. Der Race hat gerade bei mir gefragt, ob wir nächstes Mal einen YouPorn-Livestream machen. Nein. Was hättet ihr denn gerne für Videos? Jetzt kommt die Sequenz, ey, wo es sich gegeben hat von seinem Lob. Ja, ich hab die so abgefeiert. Richtig emotionale, ey. Ich hab so Gänsehaut bekommen. So eine emotionale Szene, sowohl jetzt im Spiel als auch in der Serie. Und richtig nach dem Original, aber noch der ihn ja schön in den Nacken. Und Gotenks haut er ja in den Bar auf, glaube ich. Aber das haben sie rausgeschnitten, aber egal. So. Jeder weiß auf jeden Fall, dass jeder was du bist irgendwie in sehr schnell. Du bist halt irgendwie voll abgehackt gerade wieder. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Ey, das ist jetzt nicht wahr, ey, ich krieg einen Kotzreiz, ey. Bist schon mitten aus dem Stream geflogen? Ja. Ich merke das immer so kurz bevor du. Ja, wir machen es einfach so, dass ich dir einfach den Stream dann schicke. Ja, danke. Dankeschön, Race. Willkommen, Z-Kämpfer. Dankeschön für dein Follow. Wir machen es einfach so, dass ich ihn dir schicke und dann ist alles okay. Ja, das ist nett, danke. Kein Problem. Wir können es ja, ich muss mal schauen, wie wir es am besten schicken. Hast du Skype oder so? Ja, habe ich. Schicke ich dir nach dem Stream die Daten. Alles klar. Und wir können es auch so machen. Ich weiß ja nicht, wie lang deine Upload-Dings ist. Ach, wird schon schnell gehen wahrscheinlich. Bist du auch jetzt? Entweder machen wir es heute. Entweder machen wir es heute noch oder wir machen das morgen. Ist ja jetzt so wild. Nö, ich habe auch den Livestream vom letzten Mal, habe ich auch momentan nur den ersten Teil rausgehauen. Der zweite Teil kommt morgen und der Livestream kommt übermorgen. Okay. Das Gespräch hast du ja schon gemacht, ne? Also nach der guten Arbeit, das hast du heute sehr gut gemacht, ne? Nee, ich bin bei guter Arbeit gerade. Achso, okay, dann mach das. Gute Arbeit, du hast das heute sehr gut gemacht. Tosa. Also, es war sicher nicht leicht, für dich diesen Teil der Geschichte noch einmal zu erleben. Eigentlich recht. Aber wir haben jetzt keine Zeit, um uns dann ist immer noch ein wenig aus dem Gleichgewicht. Hey! Okay, also fröhlich gucken, ey. Was willst du? Wie so ein Pädophiler guckt er. Ja, das ist so. Sei nicht immer so herzlos, du wirst es Jungs nicht immer so schwer machen. Nein, es geht schon, aber danke. Ich bin stolz, der Sohn meines Vaters zu sein. Was ich immer gesehen habe, wird mich nicht deprimieren. Auf jeden Fall, vielen Dank für die harte Arbeit. Ruh dich etwas aus, wir reden dann weiter, wenn du soweit bist. Ich lasse mir so lange meinen längeres Steak essen. Das habe ich mir mehr verdient. Muhaha. Du Arscher. Muhaha. Ja.
bin so super, super, ich bin so super, aber meine Musik ist aus. Ah, jetzt. Aber heute ist echt so der Wurm drin, ey. Ja, so wie beim letzten Mal bei mir. Letztes Mal ging der auch gut, ja. Bei mir. Ja, ich würde sagen, machen wir dann jetzt parallel, Chris, dass wir jetzt die Story dann nächstes Mal sofort, dass wir beide sofort die gleiche Story haben, dass ich nicht mit deiner Aufnahme oder was dort selbst aufnehme. Alles klar, machen wir so. Okay. Aber ist ja schon merkwürdig jetzt, also ich bin aus der Verbindung hier, also bei PS4 rausgeflogen, aber aus dem nicht. Das ist schon merkwürdig, ey. Naja, Livestream ist halt gewaltiger als ein, sagst du als TS. Aber ich hab. Ja, aber überleg mal, ich bin jetzt gerade, bevor ich alles neu gestartet habe, aus der Verbindung bei der PS4 rausgeflogen, aber und dann 5 Minuten später auch aus dem TS und jetzt ist es nicht der. Bei was? Bei wem? Naja, bei wem hast du Internet? Bei Vodafone haben wir. Ach, ich schnell suche Raumerstellung. So. Schick mir einfach eine Mission, genau. Ich bin draußen. Haben wir nicht letztes Mal schon Cell Juniors gemacht? Nee, das war. So, egal, mach noch. Nein, scheiße. Jetzt muss ich schnell machen. Ich habe keinen privaten Slot eingestellt, außerdem. Alles klar, Race, ja, musst du unbedingt gucken. Hausaufgaben gehen vor, auf jeden Fall. Klar, so. Klar. Es lädt, es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Da, zack. Einladung ist aus. Alles klar. Dann nehme ich die sofort hier an. Das ist aber ärgerlich heute. So. Traurig, aber ist halt manchmal so. Ah, ich muss mal ein paar Tage gehen. WB Dominik, ich muss mir eine kurze Notiz machen. Weil ich gebe ja auch Punkte dafür, wer in meinem Stream dabei ist, eine Stunde. Okay. Na komm, dann gucke ich mir so lange deine Aufnahme nachher und deine Übertragung an. Du bist bei Twitch oder Xbox? Beides. Aber auf Twitch. Ach so, sind, aber auf Twitch ist mehr los, also komm auf Twitch, da ist mehr als. Ja, okay. Ton lasse ich aber dabei dann aus. Weil sonst höre ich dich sowohl in der Party als auch hier im Spiel. In der Übertragung meine ich von mir. Ah, ich habe keinen Stift hier. Ich bin so stiftlos, ey. Hat man nicht Stift früher auszubilden im Handwerk genannt? Keine Ahnung. So, sollen wir starten? Warte kurz. Domi. Komm, beende die Werbung, da die interessiert uns so an. Race. So, jetzt bin ich bei dir drin. Sehe ich dich auch, deine Hackfresse da. Arschloch. Klopperchen. Klopperchen. Wie bist du auf den Namen gekommen, Klopperchen? Hast du zu viele Klopfer getrunken an dem Tag? Oh, weißt du was? Ich mach was anders. Was anders? Ich kann dich hier bei CS ja inbooten, weil ich mach ja nur Party, wenn die Übertragung auf ist. Dann könnte ich hier rausgehen. Dann kann ich auch mit Ton arbeiten, dann kann ich auch Ton abmachen. Aber ich verstehe dich über PSN viel besser. Achso, okay. Na dann lass das. Wegen der Musik auch und so, weißt du? Okay, dann kriegen wir mal. Oh, ich glaube, jetzt nehme ich mal Hit. Auf jeden Fall, das ist mal seiner Erfahrung zu sehen. So, dann machen wir mal ein bisschen leiser. Ja, das habe ich mit gedacht. Das, keine Angst, die Punkte kriegst du auf jeden Fall auf Freaky 17. Freaky 17! Freaky, freaky, fresh! Haha, von ganz früher, als ich Tischtennis spiel, haben die mich immer Klopper genannt, da ich die Bälle so geklopft habe. Ah, okay. Warst du ein ganz harter im Geschäft? Ja, wir gehen mal als erstes rein. Da hinten, oder? Ich bin jetzt links gegangen ins Portal.
Alles klar, ich folge dir, mein Freund. Ich folge dir auffällig. Hallo, ich will mich aufladen. Komm mit. Komm mit. Ja, aber jetzt, wo du sagst, ich werde auch deine Stimme so ein bisschen, meine Stimme so ein bisschen scheiße, oder? Ja, das habe ich ja gemeint, deswegen muss man mal irgendwie gucken, an was es genau liegt. Ja. Vielleicht kann uns da halt der Red Mod oder so mal helfen, wenn du selbst im TS hast. Können wir ja mal. Hast du morgen Zeit? Weiß nicht, ich oder Red. Euch beide theoretisch. Also ich habe immer Zeit. Werden die Attacke ausgeführt. Weil ich weiß auch noch nicht morgen, ob ich streamen soll. Morgen ist immer so mein Tag, wo ich eigentlich immer so ein bisschen frei bin. Ja, weil wir kochen immer zusammen mit Freunden und so. Und da ist es immer ein bisschen. Da weiß ich nicht, wie lange das dauert und so. Und das okay. Dass ich mir da nie so wirklich Stress mache. Das ist echt so, ich höre mich echt so an wie ein Roboter bei dir. Ja. Naja, es gibt halt mal so Tage, was will einfach nicht so. So ist das live. Aber man lässt sich nicht unterziehen. Auf jeden Fall darf man auch nicht. Wie sieht es momentan bei einem YouTube-Kanal aus wegen Abos? Bei mir, weiß ich nicht, bei der Zimmerin. Echt? Guckst du da nie so drauf? Ich bin immer einer, ich muss jeden Tag gucken, leider. Ja, auch ab und zu mal gucken. Herr Junior, du könntest auch mal... Er legt nur so Zeit an, unsere Frage. Also, das kommt an, unsere Frage. Todesschnitzler! Todesschnitzel! Todesschnitzel! Ja, irgendwie ist es gerade wieder. Jetzt ist es gerade bei mir irgendwie voll verpackt. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, okay, ich hab dich gerade gar nicht mehr gehört. Ich glaube, bei mir hat gerade kurzes Internet gerade gedacht. Ach, oh Mann, ist der Verteidigung oder. Du hast dein Rasenmäher anwachsen gemacht. Ist ja auch mal nice. Ja, was machst du denn so für einen Kanal? So, gucken wir mal. Ich habe immer noch 15 Abonnenten. Push Drachenblut. Abonniert Drachenblut. Der Junior und Zelda Junior auch wieder. Ich finde die Stimme von diesen Zell Windows bei so. Ja, und so. Ja. Bam. Bam, 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 bam. Cool. Ja, bam. Das ist schon ein Ding. Bam, 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 bam. Springboard! Mann! Mal gucken, ich starte hier. Alles klar, Maxi. Schön, dass du wieder da bist. Was gab's denn zu essen?
Schon fast Level 50, ey. 50. Ja, fast schon, ne? Ein Level fehlt mir noch. Verlassen den Raum, oder? Ja. Jo. Liebe Liebe. Ich liebe diesen Traum. Smiley Power, Smiley Power. Oh, Erde in Luft, Haare. Kriegen wir denn hier Todespsycho-Bombe? Eine Psycho-Bombe, Bombe. Ey, ich hab heute voll den Sprachfehler, oder? Und das eine ganze Zeit lang. Doch wenn ich weitergehe, ja, wie gesagt, kannst du ja mal auf der Internetseite von denen schauen, da steht es ja meistens, wenn die gerade momentan technische Probleme haben oder so. Ja, will ich noch machen. Ja, jetzt noch eine Zeit. So, dankeschön. So, das scheint echt was zu sein, weil selbst irgendwas zu lachen, ey, das braucht viel länger als die Tage. Okay. Weil das ist blöd. Ja, weil wenn man jetzt schon sieht, wie lange der braucht, irgendwas zu laden hier, ey. Oder... Ja, so ein Download bei mir an der PS4 ist immer ein Spiel-Update für mich. Okay. Naja, muss man mal schauen. Ich habe gekämpft, wie es nur geht. Und das eine ganze Zeit lang. Doch wenn ich mich heute im Spiegel sehe, dann denke ich hoffentlich. Komm mal nach. Denn was aus mir geworden ist, kann hoffentlich auch dir passieren. Egal wer du heute bist, irgendwann bist du wer anders. Bitte leugne es, verdammt, bis du es geschafft hast. Ein Niemand, der zu etwas Großem wurde. Ein Niemand, der nach etwas suchen sollte. Ein Niemand, der was er kann. Der Stream von... Ein ganzer Mann. Ich glaube an das, was mir meine Helden sagten. Gebe niemals auf und leg für deine Helden. Was ist mit der? Ich gebe niemals auf. Ich versteh dich wieder grad echt komisch. Du bist grad wieder voll abgehakt. Was ich geschafft hab, stelle ich beiseite und gehe nun zum Anfang. Ich gebe niemals auf. Ich lebe diesen Traum. Naruto, Goku, Ruffy, ihr seid meine Helden. Stellt euch zu mir und lasst jeden bekämpfen. Oh, Tarenblut hat die Party verlassen. Sein Internet ist wohl weiter abgekackt. Scheiße. Uncool. Sorry, Leute, irgendwie. Gibt halt so Tage, wo es mal passiert, dass das Internet abkackt oder nicht so will. Das hatte ich ja auch schon. Ja, beim letzten Mal hat es irgendwie bei mir immer abgekackt und jetzt kackt es irgendwie die ganze Zeit bei ihm ab. Aber ich überbrücke mal die Zeit mit einer Mission, gucken wir mal, was Freezer macht, bis er wieder reinkommt. Schauen einfach mal. So eine Scheiße halt. So. So, Freezer, mein Lord, ich komme. BB? Da bist du ja wieder. Ja, ich könnte heute echt kotzen. Alles will heute nicht. Du musst dann echt wahrscheinlich was mit dem Vodafone sein, weil es kann ja nicht sein, dass die letzten Tage die gut waren, wenn du war noch nicht. Ja, hattest du das schon mal irgendwie? Ja, es ist jetzt das erste Mal überhaupt nach längerer Zeit mal wieder, ja, weil es wahrscheinlich wegen, weil irgendwo wahrscheinlich ja so ein Scheiß ist, weil es nicht
kann ich die Quest nicht machen, aber bist du jetzt wahrscheinlich mit dem einen da alleine, ja. Nee, nee, ich bin rausgeflogen, weil du, warst ja der, Der Host, genau. Wow, merkwürdig, normal bleiben eigentlich Spieler immer drin, auch wenn der Host aus ist, ne? Aber naja, ist ja auch egal. Echt? Starten wir einfach mal neu. Also bei einigen Spielen ist das so. Okay, ja, schick mir wie gesagt einfach eine Einladung. Ja. Starten wir nochmal neu. Ready? So. Erding, Gefahr, ein privates Slot. Warum wird erstellt? Chat, Audio für Party hat durch. Einladen. The final countdown. Einladung ist raus. Dann ist raus, dankeschön. Hör ich mich eigentlich jetzt immer noch so krackig, oder bestimmt, ne? Nee, nee, jetzt besser auf jeden Fall. Jetzt ist besser. Aber ich kann nicht. Ich starte jetzt keine Aufnahme, ich habe jetzt keinen Bock, das immer wieder einzugeben. Ich könnte es versuchen, aber mein Glück, Nee, wir machen das einfach, wenn du wieder gutes Internet hast, schick. Ja, kannst mir ja dann morgen den Stream von heute schicken, dann lade ich den hoch. Alles klar, das ist merkwürdig heute, aber naja, es gibt keine Totale, ich weiß. Es ist echt merkwürdig, selbst mein Livestream von Montag, die vierte Folge, wurden nur 5 Minuten aufgenommen, die restliche Zeit gar nicht, aber wir haben jetzt 15 Minuten angezeigt. Da kommen wir mal wieder 2 Stunden. Echt jetzt? Warte mal. Er lädt jetzt auf jeden Fall gerade das Video. Ja, jetzt werden wir nur 15 Minuten wieder verarbeitet. Ne, das ist. Oh. Entschuldigung, ne, das ist was anderes. Da lange vielleicht auch nicht schon, ne? Das ist die, ist das von heute. Okay. Dachte jetzt schon, ne? Das wäre scheiße gewesen, wenn das so wäre. Ja. Wie geht der Master, oder? Ich vertraue dir. Ja, dem Maui, der ist jetzt schon draus. Weil wenn ich jetzt irgendwie die Tür oder so drauf ist, dann wird die Verschwendung gewesen. Ja. Ja, dann übernehme ich Nachbar. Schön kannst du gerade nicht. Ja, da wollte ich schon zu mir kommen. Mein Schätzelein, warte. Ajo. Der Tag, an dem ich anfange zu verstehen, die Rätsel jetzt. Hallo. Mach mal wirklich schön meine Flash. Ja, mir ist. Ich wollte eigentlich eine gängige Dame auf Rabbit schießen, aber. Rabbit. Vegeta war gerade im Weg und dann ist er gleich gestorben. Achso, deswegen wird mir hier gerade mal angezeigt. Ja, der war auf dem Weg gestorben. Okay. Hier rein. Guck mal, boah, Alter, der Honda hat da eine ganz gute Auswahl. Alter, ich verhaut mir schon Fetzer. Ja, stell dich deiner Niederlage. Alter, du blöder Penner, ich hab keine Ausdauer mehr. Wo kommen wir her? Alter, mach den. Die sind gut, gell? Die sind gut. Gegen den ich hier kämpfe, der hat nicht so gut. Vorteile. Mach ich ihn hier die Probleme. Ja, meiner hier, der hat eine assig krasse Ausdauer.
Ich mag den Super Teleportation, weil er hält so immens viel ab, ja. Und der Trip hat eigentlich schon kaum einen Gegner eine Chance, irgendwie zu überleben. Hallöchen, Red Hat. Schön, dass du auch vorbeischaust. Freut mich. Oh man, fick dich doch alle Fantasy. Und das war's auch mit dem anderen. Ey, ich hab so Probleme mit diesem fetten Bunker. Der hat so eine Kasse aus. Ja. Ja, sehe ich, ja, mir doch, ey. Ich helfe dir mal. Jetzt geht's, aber irgendwie glaube ich, dass das so ein, weiß ich nicht, irgendwas hat, damit seine Abwehr nicht so krass gemacht wird. Jetzt! Warum nicht gleich, man? So. Dann können wir los. Danke, Jano. Jano. So. Nix, was geht bei dir, Red Hat? Alles klar bei dir? Ich mag den. Alter, guckst du einmal kurz nicht hin, dann greifen die sofort alle an. Bin jetzt gerade schon wieder voll behangen. Bist du noch da? Okay. Ja, ich bin noch da. Ich habe immer das Gefühl, dass du bist. Nee, ich bin meistens so ein bisschen konzentriert. Wenn ich zocke, konzentriere ich mich manchmal. Dann sage ich auch wenig. Weezer ist auch gleich tot. Ein Angriff reicht noch. Ja, klar, Dominik. Ja, Dominik, wir können auch mal streamen, wenn du magst, wie gesagt. Wie gesagt, du kannst ja auch mit einem gewissen Punkt, kannst du ja im Stream mit mir gewinnen. Du kannst ja mitten im Stream und... ja, Geldrachen, wo sind deine Punkte hier? Eigentlich kannst du mit mir nicht streamen. Ja, ich weiß. Ach, dann gibt es eine Ausnahme. Ich hab Ginyu getötet, die Sau. Ja, hab ich gesehen. Luisa, du kleiner Basti. Was meinst du, wer ist wohl stärker? Freezer in seiner 100% Form oder Kid Buu? Was meinst du, wer ist stärker? Ich sag Kid Buu ist stärker. Ich glaube auch, weil er viel beweglicher ist, der Kid Buu, als der Freezer. Ja, das ist wahr. Aber wenn er in der Golden Freezer Form ist, weiß ich nicht. Ja, dann könnte schon wieder Freezer ein Vorteil sein. Aber ich glaube von Zell, Bu und Freezer ist glaube ich Zell das Stärkste, würde ich noch behaupten. Ja, mit dem Vorteil seiner Saiyajin, weil es Saiyajin-Blut oder Gene. Das Ding ist halt einfach, dass er auch einfach die absorbieren kann, einer, und dann sind die beiden auch. Ja, das ist, dann hat er ja seine herzlichen Kräfte, weil die Fähigkeiten von den Einzelnen. Ich hab mir überlegt, ob wir bis um 9:30 oder 9:30 streamen. Ja, können wir machen. Ein ist ja eh bei dir heute. So, jetzt sind wir mal was wir da. Ja, das bestimmt bedeutet, dass ich mich jetzt gleich wieder belebt. Aber auch zurück. Boah. Wahrscheinlich. Ah jo, das kann man mir halt nicht vorbei. Dann gibt's halt den Todesschlüpfer. Der Todesschlüpfer. Auch Todesschlüpfer benannt. Der Todesschlüpfer. Man nannte sie auch Scham. Sie war durch ihre Hinterlistigkeit. Hab ich nicht gesagt, der hat sich aufgemacht? Jetzt verwandelt er sich. Seine Super. Ne, jetzt kommt die Beta und. Jetzt wird's heftig. Oh, was? Alter, man kann ja den Todesball.
Das ist mir jetzt aber neu, dass er diese Fähigkeit hat. Bei mir auch. Ich kenne den nur, dass er das Super Kamehameha kann und Todesstrahl, aber das andere nicht. Naja, kann ich auch schon. Geil. Also der Super-Teleportationsball ist noch so stark wie es geht, aber Treffsicherheit manchmal. Das ist ja nicht gerade der Beste. Das ist meistens bei so krassen Attacken. Leider. Ja. Ist ja bei der Gengidama genauso, die muss auch 100%ig leider treffen, damit sie den maximalen Schaden machen. Ja. Aber du blöder Penner, du. Beide. Voll der Ne. Ah ne, noch getroffen. Der ist reingeschwungen, der Idiot. Alles klar, oh, bring mir auch was zu machen mit. Oha, ich hab 7 Sterne Ball. Ja, yeah, ich hab alle 7. Nur ich hab keinen gekriegt. Aber macht nichts. Ich hab und die Todespsychobombe hab ich. Was ist denn das? Guck ich mir mal gleich mal an. Jetzt haben wir hier was gewendet. Ja. Ich überleg mir, ob ich das aber mit dem 7 Dragon Ball mir auf dem nächsten Stream spare. Kannst du machen. Ich überlege. Du hast 7 Dragon Balls gesammelt. Yay! Gibt's dafür keinen Trophäe? Ja, so, jetzt mach ich hier schnell auf. Post. Gepost, nein. Ja. Todes. Nimm einen Gegner mit psychischer Kraft, Gegner mit psychischer Kraft gefangen und greif ihn an. Die Falle erscheint in der Richtung, in der er sich bewegt. Klingt interessant, aber ich weiß nicht, ob das so viel Schaden macht. Nimmt einen Gegner mit psychischer Kraft gefangen und greift ihn an, die Gefallene. Die Falle erscheint in der Richtung, in die er sich bewegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt geil ist oder nicht so geil ist. Ich ersetze es mal gegen den Todesschlitzer und dann kann ich ja immer noch entscheiden. Todespsychobombe. So. Schickst du mir dann die nächste Dings oder soll ich öffnen? Ja, ich mach's mal auf. Ich war gerade jetzt nur kurz am Posten, was ich jetzt bin noch am Posten, aber ich war ja auf. Männer sind immer Multitasking-fähig, das sind ein Gerücht, dass die Multitasking-fähig sind. Sag das mal nichts laut. So, als nächstes kommt die Rückseite gegen das Linie-Kommando. Yeah. WB, was gibt's denn feines, Race? Einladen. Ja, der Party. Bitte. Ja. Mr. Kurt, sind Sie bereit für die Party? Die Party, machst du heute Party, Storm? Machst du heute Party, Drachenblut, machst du heute Party, Abonnenten, macht ihr heute Party, machen wir Party? Party, Party. Ich bin Thaddäus, 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 Deus, Deus, Thaddäus, Thaddäus. Na, also das gibt fast heute nicht zu dem. So, jetzt einmal diesen Text. Oh, Risotto. Nice. Rice est Risotto. So, Risotto mit ihr mit was oder einfach ein Risotto-Salat? Boah, ich glaube, ich nehme mal Matchen mit Cheetah. Wo ist denn der? Ah, da ist er. Geil, ich nehme Matchen mit Cheetah. Ich auch. Du auch? Ja. Zufällig. Ey, wenn er die Attacke kam mit diesem Dings, müssten wir uns eigentlich gleichzeitig in die Luft jagen. Das wäre nämlich voll episch.
Ja, also bei Budokai 3 war das, war die Attacke geil, aber halt auch, wenn du einen Schlag abstehst, war zu Ende. Ja, ja. Oder bei einem kenne ich, da warst du tot, komplett gleich. Und die Attacke hast du meistens eingesetzt, wenn dein Gegner weniger Leben hatte als du. Ja, was haben wir denn hier? Tabuku! Nehmen wir den mal, vielleicht hat das was. Achso, was ist das? Ist noch was. Ah, hier haben wir hier, hier Zeitpunkt, oder? Alles klar, ich komm gleich. Halt auch zu groß. Ja. Oder besiegt Russo, das macht ja auch nichts. Ich bin aber gerade dann. Achso. Ja, aber du bist immer alleine, kannst ja dann natürlich durch. Urknallattacke. Die Urknallattacke ist auch richtig da. Alles klar, Cheese tut's einfach mal. Cheese kriegt ein Cheese. Käse. Alles Käse. Alter. Ich muss mich erstmal in den Charakter eingewöhnen, auf jeden Fall. Das ist noch jeder. Aber ich finde es immer noch schade, dass er im ersten Teil nicht berücksichtigt wurde. Auf jeden Fall. Boah, Scheiße. Aber naja, vielleicht. Ja. Denkst du, es kommt. Das ist Absicht. Kommst du noch einen dritten Teil? Denkst du, es kommt noch einen dritten Teil oder denkst du eher weniger? Auch das. Weil wenn sie auch jetzt schon mit dem zweiten Teil so gut ankommen, warum sollen sie keinen dritten Teil raushauen? Auch wenn es sowieso jedes Mal das gleiche ist wie das vierte Mal. Oh. Schade. Die haben diese die Atomexplosion zum normale Super an. War das super an. Boah, die ist geil, die Atom super. Alter, du. Ah. Bulldog geht mir so auf den Zack mit seinem Drecksack. Die grüne dicke Gurke. Oder was auch cool wäre, wenn die Mikler sowas machen können, dass du selbst zum Margin wirst, weil es dass du auch nur bei der Quelle stehst. So einer ist besiegt, zwei Folgen. Ja, ich hab grad ein bisschen Probleme mit Bulldog heute. Alles klar, so besiegt. Ich kann mal gucken, wo du drin bist. Bist du in der Kapsel? Zu Corporation. Alles gleich, komm. Ich komme, ich helfe dir. Die Cheater der Wetter. La 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 la. So, Bang Boy. Wow, du bist ja fast tot. Final Flash! Da ist ja diese, das sind die Explosionsattacken, die sich selbst unbedingt reingehauen haben. Was ist denn das für ein Fail? Ich kann das. Ah, jetzt kann ich den Schaden sehen. Ich kann die Energie zeigen von dem einen. Boah, war das knapp. Das war knapp. Ja, das war mal mehr als knapp, ey. Ey, bei dem kann ich die Energiezeichen nicht sehen. Bei dem. Was ist denn das wieder für ein Fail? Komm doch her, Mann. Ja, also ich kann bei ihm alles sehen. Ausdauer, Spiel, Leben. Jetzt geht's, aber vorhin die ganze Zeit ging's grad gar nicht. Boah, so knapp, ich hab voll reingekommen. Bam, tickabam, tickabum. Komm mal, mach. Da
dass er keine Aufladung hat, ey. Dass er noch so ein bisschen Ki wieder aufladen kann. Das heißt, der Schlag macht ihn nicht. Wie viel Leben hat er? Ich sehe schon wieder seine Energieanzeige. Ne? Ich auch jetzt gerade nicht, aber er ist jetzt da. Alles klar, wo müssen wir als nächstes rein? Alles klar. Ja, wollen wir mal. So, meine Assistentin hat schon auf Instagram gepostet, ey, was aus technischen Problemen hatte, dass mein Stream zu Ende ist. Und habe auch geschrieben, dass ich unter das Verständnis bitte. Kann ja trotzdem für die trotzdem Werbung machen. Ja, ja, das kannst du machen. Das ist ja nett mit dir. Hast ja eine nette Assistentin. Ja. Ja, ich brauche mein echt so ein kleines Team hier auch so langsam. Alles klar. Warum? Ja, ich find's echt cool von vielen Leuten. Wir sind aktiv momentan mit 5 Leuten und Trennung, die sind jetzt die ganze Zeit im Team schon dabei. Und das ist echt richtig geil. Ja, ist schon gut. Ja. Da sieht man auch, dass seine Punkte das Team ankommen. Weil das so als gewünscht wird. Ja, auf jeden Fall. Die kriegen auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, 40 oder 50 Punkte. Ja, ist schon gut. Boah, ja. Alter, ich spamme gerade meine Urknallattacke und der weicht immer wieder aus. Ja. Trainer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass morgen Pokémon Moon kommt. Das Gewinnspiel. Ich bin echt gerade gespannt. Ja. Ja. Ich glaube, wenn hier und Tina verwandelt, sich Ginyu mit so einem Körper in einen Super Saiyajin. Okay. Wenn ich mich aus dem ersten Tag noch recht erinnere. Ja. Ja, also. Obwohl, es geht noch weiter. Das ist schon krass. Ich stell noch, er hätte das geschafft, ey. Ah, 6 Leute, auch cool. Final Flash. Warum hast du... Oh, meine Final Flash, wenn ich jetzt hier bin. Warum hast du denn Rekum, Dominik? Rekum ist ja sexy. Aber weißt du, was ich noch schade finde, dass man keine Kleider wechseln kann? Wie meinst du das jetzt? In den alten Teilen kannst du zum Beispiel Martin mit einer blauen Kleidung oder schwarzen Kleidung. Ist jetzt kein Muss, aber es wäre halt so geil. Der wäre nicht immer in blau gehabt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er irgendwann schwarz getragen hat. Ja, das kann mich auch natürlich irren. Nee, das war ja dann nur so, als Easter Egg nehme ich jetzt mal. Ja, genau. Okay. Bryce, was meinst du jetzt, ja? Boah, Schlange im Magen, Bube. Ach, ist schade, kein Ulti, aber egal. Nix. Dominik meinte, Rekum sieht aus wie so ein Stripper. Das ist so. I'm sexy and the know it. Ich muss mal die Mr. Satan Zeichen alle verkaufen bei mir. Ja, da kriegst du nur Kohle, weil die aus dem Raum raus. Niemals mache ich die Kapuze runter, Dominik. Niemals. Ich lasse meine Kapuze hier oben. Ich bin ein Gangster. Hashtag Gangster. So, jetzt können wir den Loot einsammeln. Obama Gundam Style. Gundam Style. Nächste Raumerstellung und Fehlberechnung der Zeit. Besiege den Zeitsoldaten im Training.
Ich sehe dich eigentlich nicht zurück, okay. Schick mal wohl die Einladung. Ja, der ist gerade am Laden. Okay. Ist der Gangster. Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zum ersten Video der Trunks Pack, nämlich den Trunks Original. Was hier richtig losgeht, ein kleines Vorwort und zwar schaut in die Videobeschreibung, dort habe ich den One Piece Future verlinkt, der diesen Track hier für mich aufgenommen hat und noch meinen riesen fetten Dank für diesen geilen Track. Und Hallöchen Mysterium 93, schön, dass du in meinem Stream reingetreten bist. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich dir vertrauen kann. Ich werde dir alles erzählen. Was ich dir jetzt erzähle, ist ultra geheim. Klopperschen, machst du eigentlich das professionell Tennis oder spielst du jetzt gar nicht mehr Tennis? Aber ich komme tatsächlich aus der Zukunft. Ich bin ca. 20 Jahre in die Vergangenheit. Der Dominik zwingt mich, meine Kapuze runter zu machen. Okay, Leute, ihr. Ja, ihr wollt den Angriff haben, okay, aber wenn ihr eure, wenn ihr auch einen Angriff bekommt, geht's an Dominik, okay? 1, 2, 3. Oh mein Gott, meine Haare. Scheiße, ich hab nur noch 7 Sekunden, den nehme ich. Brudi! Brudi! Wer ist eigentlich so dein allerliebster Charakter in den Film oder was? Um die Gegenwart zu verändern, dafür muss die Vergangenheit meine Zeit nun kennen, fliegt durch die Zeit. Also meiner ist momentan Martin. Aber Nail finde ich auch geil gemacht. Um die Gegenwart zu verändern, dafür muss die Vergangenheit meine Zeit nun kennen, fliegt durch die Zeit. Bist du wieder rausgeflogen aus Ding? Ein neuer Gegner erschien, den ich zuvor niemals kannte. Absorbierte die Cybers, wofür meine Kraft nicht langte. Cell ein Gegner ohne Skrupel, verbreitet nur Unruhe. Ich war ihm unterlegen, sein neuer Gegner nun Goku. Doch auch er war an seinen Grenzen und einer der Besten. Dieser Feind war zu stark und den Sieg konnte er vergessen. Oje, Drachenblut hat wieder Internetprobleme, wie es aussieht. Scheiße. Seine Kräfte kann keiner ahnen, er brachte Cell an seine Grenzen. Ihr wollt nochmal? Okay. 1, 2, 3. Vergangenheit und auch selber keine Schwierigkeit, denn ich hab ihn erwartet. Befreite diese Welt von ihm, damit sie aufatmet, worauf sie lange gewartet hat. Und dank der Gruppe Z hab ich in mir die schwimmenden Kräfte geweckt. Um die Gegenwart zu verändern, dafür muss die Vergangenheit meine Zeit nun kennen, fliegt durch die Zeit. BB. Weil ist echt der Wurm drin, oder? Es tut mir leid, die Welt steht wieder vor der Ausrottung. Ich dachte, ich hab die Kraft, die Chance besteht nur aus Hoffnung. Ein Gegner mit enormer Kraft ist erschienen. Und sein Key in einem Freund, der meinen Dank verdient. Es ist halt behindert. Und keiner kann ihn wirklich aufhalten. Ich muss so behindert. Wenn jemand muss ihn noch scheiden, dann bin ich zu Das schickt mir gerade einfach eine Aufgabe. Ich hoffe, ihr könnt helfen, hoff am Ende auf Sonne. Um die Gegenwart zu verändern, dafür muss die Vergangenheit meine Zeit kennen, fick durch die Zeit. In meiner Drachenblut ist der Blut, der Wurm drin. Wie heißt dieses Spiel, wo du um so eine Stange paar Mal drehen musstest und dann rennen musstest? Gute Frage, das weiß ich nicht, ey. Ah, Brennball, oder? Keine Ahnung, ey. Ich so, jetzt lade ich dich einmal schnell ein. Das wäre sowieso ein Privatslot, also ist das so. So, die feiern das irgendwie gerade voll, dass ich meine Mütze mal hoch und runter mache. Das klang ein bisschen pervers, ich geb's zu. Hoch und runter, hoch und runter. Oh, dann let's start it again. Let's start it. Oh, wir sind sogar. Hallöchen, DJ Tool 22. Ah, ich glaube, der war vorhin schon drin, weil er willkommen zurückgeschrieben hat.
das machen wir schon einige immer. Aber, ja. Vielleicht bin ich auch so gut drauf, weil ich jetzt seit heute Morgen das letzte Mal Antibiotikum nehmen musste. Lol. Und deswegen noch so fit. Ja, ja, so Antibiotikum. Selbe sieht sehr viel, das ist schon schlimm, aber. Ein blöder Penner. Er hat hier erstmal Rosen genommen. Uah. Ich krieg das. Was muss ich denn nochmal drücken, um dann hinterher zu fliegen? Riesen Meteor! Boah, das ist so eine fette Attacke. Ulti von Dings. Ich feier Brudi. Der legendäre Okay, er ist wieder rausgeflogen. Ich hasse sein Internet. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Black ist aufgetaucht mit seinem Ring hinter Trunks her. Zwei Kommungen machen es möglich, jetzt wird der Kampf schwer. Goku gegen Black. So, wir schauen uns jetzt die wunderschöne Gegend hier an, solange der Kassenbild wieder reinschaut. Oder sich meldet, was los ist. Was los ist? So eine Scheiße. So. Wer ist denn das hier? Wer ist denn Lee Scalex? Du fickst Feuer in Crater. Oh, ich kann keinen jetzt. Nee, ich warte auf den Drachenblut. Tut mir leid, verzeih mir. BB. Ja. So. Ja, ja, wie meine Bilder bin ich aus dem Kalibro. So. Ich laber jetzt über TS. Ich habe jetzt keine Lust, dass hier jetzt mal die scheiß Party da rausgebogen wird. Labern wir jetzt heute über TS einfach. Die Zeit heute nicht anders. Okay, aber ins Spiel gehst du noch oder soll ich einfach so jetzt? Ja klar, im Spiel bin ich definitiv noch. Mach du mal die Quest. Das war fehlerhafte Berechnung. Alles klar, ich pack grad beim Freezer kurz drin. Okay. Alles klar, ich laufe. Ich bin voll bescheuert, dass man. Ja, was ist Dominik? Ich bin voll bescheuert, dass man diesen extra Dinger nicht kriegen kann. Ja. Ich lade ihn noch hoch, Dominik. Ich hatte heute überhaupt keine Zeit, das werde ich alles morgen machen. Weil morgen streame ich ja nicht, morgen mache ich ja nur eventuell das Gewinnspielvideo. Aber ich habe heute gesagt, früher mit Schule zu tun gehabt und. Ja. Kommt auf jeden Fall noch alles. Keine Angst. Verflieg mich hier mal in der Stadt. So, Raumerstellung. Fehlerberechnung der Zeit oder welches hast du gesagt?
Ja, Fehlerberechnung war das, ja. Alles klar. Ich will dich eigenhändig töten. Du bist niemals allein und wenn du Hilfe brauchst, komm zu uns. Deine letzte Zuflucht, doch wir sind für dich da. So sicher wie der letzte Trumpf des Kamehameha. Gib niemals auf, mein Freund. Ich hoffe auch auf jeden Fall, dass morgen Pokémon kommt, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin, es liegt nicht in meiner Hand wegen der Post. Ich hab dir eine Einladung geschickt, oder? Ja, müsste jetzt kommen. Weil ich schon lange verwechselt werden möchte. Ja, das habe ich übersehen. Ja, so eine andere. Also ich habe keine gekriegt. Habe ich dir eine geschickt? Ich habe, ah ne, ich habe dir keine geschickt. Scheiße, ist doch hin. Ich habe irgendwie jetzt automatisch. Ich habe schon im Kopf, war ich schon weiter, als ich eigentlich gemacht habe. Kennst du das, wenn du manchmal im Kopf weiter bist, als du eigentlich selbst gemacht hast? Ja, das kenne ich zu gut. Ich guck mal, wie die Bestellung aussieht, wegen so Mond. Jetzt habe ich aber geschickt. Ja, er lädt auch schon. Wer so gerne super sein, super. Wer so gerne super, super. Ich bin der Prinz und Vegeta. Hoffen wir mal, dass ich hier da drin bleibe. Weil wir wissen ja, wenn man mehr. Hast du schon gedacht, wenn jetzt irgendeiner mehr drin ist, dass man das nicht geht wieder. So. Hoffentlich reduziert. Hoffentlich kriegt das mal am Kubanda unter Kontrolle, Ich kämpfe mit C16, das habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. Ja, du spielst jetzt ja mit jemand anders alleine. Hä, warum? Weißt du, wenn noch einer da, wenn du mir noch eine Einladung schickst und ist einer schon drin, dann kommt man doch nicht rein, ne? Ich hab dir doch meine, bist du wieder rausgeflogen oder was? Ja, du hast ja schon auf bereit geklickt gehabt. Oh scheiße, sorry. Ja, es passiert, wir haben auch immer diese Probleme, ich weiß nicht warum, ne? Ja, da meinte ich mich somit dann nicht mehr fertig, Mann. Ja. Du kannst ja mal beobachten, wenn es mal jetzt eine Zeit lang jetzt mal vielleicht stabil ist. So, jetzt ja. Machen wir mal den Raketen. Hallo, ich bin im Raketenschlag. Raketenschlag. Ich würde auch gerne Raketenschlag in Essen kommen. Raketenkampf. So, zack, 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 zack. Oh, noch ein Schlag. Wow, alles klar, Race. Kein Problem, ich find's cool, dass du 2 Stunden da warst. Okay, super, super. Freut mich auf jeden Fall, wenn du 2 Stunden da warst. Aber wie gesagt, du kannst jetzt noch ein bisschen bleiben, weil so lang machen wir jetzt auch nicht mehr. Boah, dieser Höllenblitz ist geil. Das ist doch der Faktor, wo seine Arme weggehen. Weißt du, ich krieg mal bei C16. Jo. Die ist echt mega geil. Super, super, super. Jetzt gibt's eine, ein Höllenblitz. Der wird ja daneben gehen. Geil. Ich
bei dir voll grell im Hintergrund. Ja, das ist, ich habe ja hier noch den Ton bei mir an. Das ist ein Spiel. Ah, okay. Soll ich ausmachen den Ton? Nervt er dich oder? Ich weiß halt nicht, wie arg das in dem Screen ist. Kann den ausmachen, das ist okay. Nur vielleicht, oder vielleicht ein bisschen leiser, oder? Das macht jetzt ja nicht komplett aus. Ja, mache ich jetzt dann komplett aus. Ich höre den Ton ja nicht auswendig. Ah, jo, ein Hölleblatt. Hallo, ich hab mit dieser Scheißattacke noch kein einziges Mal getroffen. Alter. Das ist schön, dass du noch bleibst. Freut mich. Bam. Also C16 ist ein cooler Charakter mit coolen Attacken, aber ich komme nicht so ganz klar mit dem Video. Ja, der ist ein bisschen schwer zu spielen, das ist wahr. Aber er hat coole Attacken auf jeden Fall, aber ich finde es schade, dass die Ulti von dem irgendwie nie trifft, richtig. Ja. Das ist schon ein bisschen doof, aber naja, was soll man machen? Warte mal, ich lade dich jetzt mal ein nochmal in die gleiche Mission. Okay. Ja. Ich würde dann sagen, wir machen dann noch eine nach der und dann beenden wir den Stream, denke ich mal. Ja, beenden wir den heute frühzeitig, ja. Das ist meine Schuld, Leute. Ah, was? Wie gesagt, du kannst ja nichts dafür, da ist eigentlich Vodafone daran schuld. Ja. So. So, bei mir wird auch dein, jetzt bist du wieder rausgeflogen. Ja, also ich bin schon wieder rausgeflogen. Es liegt wahrscheinlich daran, wenn hier noch einer drin ist. Nee, der ist gerade auch rausgeflogen, also hat es die Mission jetzt abgebrochen. Okay. Ja, dann, schick schnell eine, dann mach ich wieder rein. Dann. Warte, ich schick dir einfach mal eine komplett neue. Ja. Dann. Und sollte es halt nicht klappen, dann ja. Das ist Pech heute. Dann haben wir heute echt einen scheiß Tag, ey. Dann wollte der Server heute nicht. Nö. Dann wollen sie es heute nicht. Wir wollen uns heute nicht mehr sehen. Ja, hat Vodafone so eine Seite, wo man sehen kann, ob sie Störungen haben? Drachenblut? Was? Hat Vodafone so eine Seite, wo man Störungen sehen kann? Ja, warte mal. Ich muss das mal eingeben. Warum gibt's... Oder? Da hat mir einer gerade geschrieben, ich muss warten. Nee, daran liegt es nicht. Er sollte warten, bis du bei dir auch die PP angezeigt ist. Dann ist es besser, ist dann so. Ach, gehen wir mal. Ja, aber es ist trotzdem bescheuert vom Bandai Namco gemacht. Aber es sollte nicht so schwierig sein, Kartoka. Aber danke für den Tipp. Ah, jetzt ist besser. Doch, jetzt bin ich drin. Aber es ist bescheuert eigentlich. Das sollten sie besser machen. Ist ja. So. Ja, was ist, Dominik? Gucken wir mal. Leistungsstufungskarte. Gucken wir uns mal um. Jetzt die Seite mir noch genau schön angezeigt, dann kann ich gucken. Yeah, so, mein Charakter. 7 Zuschauer. Dankeschön, meine Freunde. Ach du Scheiße, ey. Was ist los?
Hier wird gerade die Leistungskarte angezeigt. In Bayern und in Brandenburg, also in Berlin, ist am stärksten eine Störung. Woher kommst du? Aus Nordrhein-Westfalen. Und da ist orange ganz leicht rot. Weil dann bist du halt der Arme, der es halt jetzt erwischt hat. Ja, wo kommst du her? Ach ja, auch oben. Heidelberg. Liegt das auch in NRW oder liegt das weiter weg? Ich weiß es nicht, wenn ein Viertel NRW kommt drauf an, wo. Also, ich habe eine Freundin, die kommt aus. Da kommt irgendwas mit P. Fällt mir nicht ein. Und sie meint, es wäre 5 Stunden bis 6 Stunden entfernt beim Zug. Ja. Gucken wir mal. Eieieiei. Also, meine Stadt, die ich jetzt mal nicht nenne, die ist auf jeden Fall im orangenen Bereich dabei. Aber die stärksten, die richtig getroffen haben, ist auf jeden Fall Essen, Hattingen und irgendeine andere Stadt. Und Bochum werden irgendwie gerade da drin, ey. Okay. Ich bin auf jeden Fall, meine Stadt ist auf jeden Fall, wo ich herkomme, in den Grün, Bankenbereich, ne? Ja, das ist halt schon. Ja, das ist wahrscheinlich, weil jetzt in das scheiß Unwetter wieder so langsam kommen, wahrscheinlich. Dominik, wann ich der Race, hat gemeint, er kommt aus einer Welt, bei ihm geht's. Ja, ist doch Vodafone. Und Dominik, ich weiß nicht, wann ich es stream. Am Freitag hast du keine Zeit, oder? Doch, da hab ich Zeit. Freitag hast du Zeit. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir. Vielleicht mache ich einen Mittagsstream noch, vielleicht mit dem Redmod, mal gucken, ob er da Zeit hat. Damit, ja. Damit mal wieder Pokémon rauskommt. Und abends würde ich dann sagen, streamen wir nochmal wieder. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir dann aber, so lange können wir nicht streamen, weil ich am Wochenende arbeiten muss. Also würde wir so halb, bis halb 10 würde gehen auf jeden Fall. Ja, wir können am nächsten Freitag, weil ich bin dann hier bei mir, können wir auch wieder so ein bisschen früher als 19 Uhr anfangen. Ja, müssen wir mal gucken. Gucken wir einfach mal, wenn nicht Mama Freitag bis halb 10 sind, immer noch 2,5 Stunden. Ja. Das ist ja wie heute dann eigentlich. Wenn nicht, wird am Sonntag dann Pokémon, wenn ich komme in Redmond mal wieder. Damit auch die Pokémon-Fans wieder was zu haben. Weil manche sind ja von meinen Pokémon, ich muss sagen, gleich. Teilweise bin ich da, Dominik. Am Freitag bin ich da, also am Freitag werde ich früh. Aber am Samstag bin ich nicht da, da bin ich unterwegs, da werde ich dann nicht streamen. Und am Sonntag werde ich auch wieder ein mein Herz. Also ich muss halt erstmal mit Redmond drüber reden, ob er da Zeit hat. Ja, kannst du machen auf jeden Fall. Stress meine Gang Dama. Oder nicht? Dominik, tust du gerade wieder meine Sachen liken oder retweeten oder mein Handy verweisen? Es vibriert die ganze Zeit, wie so ein Vibrator. Alles gleich, ich würde sagen, machen wir dann die letzte Mission für heute, oder? Ja, letzte, auf jeden Fall letzte für heute. Alles klar, wir machen die letzte Mission. Sollen wir dann Dings machen, eine Spezial?
Wie meinst du das jetzt? So hier Folge meinst du jetzt? Ja, so eine große, so eine fette. Können wir machen. Alles klar, ich suche einen Zeitspalt. Dankeschön, Katoka, für dein Follow. Freut mich sehr, danke. Schaut auf jeden Fall beim Drachenblut auch mal vorbei. Ich suche gerade hier einen Zeitspalt. Alter, mein armes Handy. Alter. Ey, wenn du mein Handy hier ist, hören würdest, die ganze Zeit, das vibriert die ganze Zeit wie so ein Vibrato, ey. Kann ich mir schon vorstellen. Warum tust du die ganze Zeit was mit Wüten oder so? Nö, nö. Ich bin gerade schon mal auf WhatsApp am Schreiben. Ich glaub, was will Vegeta will was von mir? Was will er denn? Ich suche gerade einen Zeitspalt, den wir noch nicht gemacht haben. Okay. So, jetzt gucken wir mal, was Vegeta finden will. Jetzt muss ich mal gucken, wer mein Handy vergewaltigt, ey. Alter, 40 neue Interaktionen, ihr seid doch bekloppt, ey. Blaze TV, Blaze TV, Blaze TV, Alter, der will. Matthias Koblen hat Follow, Enrico hat geliked. Alter, Sascha. Lass mein Handy ganz. Du bist ja noch schlimmer als Dominik. Mache ich. Mache ich nicht. Mache ich nicht. Bis zum nächsten Stream am Freitag. Ich werde auf jeden Fall ankündigen, wann ich streamen werde auf Twitter und so. Oder du siehst ja, wann ich ja jetzt immer stream. Aber auf jeden Fall werden wir um 19 Uhr wieder streamen. Wann ich mittags streamen, weiß ich noch nicht. Meinst du mich jetzt oder meinst du jetzt Dominik? Leute, da ist einer gerade gegangen. Also passt. Das wird gleich Schluss machen dann. Aber ich suche gerade echt einen Zeitspalt. Wir hätten nämlich halt einen, den wir schon hatten, aber will ich eigentlich gar nicht. Weil ich ja schon was Neues eigentlich machen würde, gerne, aber. Ja, vielleicht kommt das noch, oder? Der ist irgendwo, wo wir ihn jetzt nicht finden auf die Schnelle. Ja, ich nehme dann einfach den Affen. Ja. Der ist da unten. Oder warte, da ist eine Höhle. Ah ne, da ist nichts drin. Ich hab gedacht, hier wäre vielleicht was drin. Dann nehmen wir einfach den haarigen Affen hier. Alles klar, Maxi. Dir noch einen schönen Abend. Schlaf gut. Ja, haben wir eigentlich ein gutes Timing jetzt ausgesucht, die letzte Mission, wenn jetzt alle auch gehen. Ja, da passt das. Ja, Vegeta gibt mir gerade so richtig auf die Fresse. Hä? Vegeta gibt mir gerade so irgendwie so richtig aufs Maul. Wann hast du denn immer Geigenunterricht? Rice. Ich hab dir eine Anfrage geschickt. Ja, schon. Hab ich angenommen. Was? Usu Magical Roto. Da wieder einer drin? Ja. Katoka, bist du das, wo er hier auch mit drin ist? Also einmal bist du noch drin oder kannst oder kommst du nicht rein irgendwie? Also ich komme auf jeden Fall nicht rein, ich bin wieder rausgeflogen. Warte, ich schick dir nochmal eine.
Hallöchen, Indino HD 200. Schön, dass du im Stream einschaltest. Oh, da sind ja mehrere. Also. Warte, ich geh nochmal raus und schick dir dann nochmal. Wir schaffen das heute noch. Wir schaffen es heute noch, Leute, eine scheiß Mission noch zu machen. Was für ein Stream heute, ey. Voll der Chaoten-Stream wieder. Ja. Fail. Ich glaube, Gott will einfach nicht, dass wir das durchzocken. Er will, dass wir lange brauchen für 10 Uhr. Ist so. So, warte. Ein Spielerslot. Uzumaki Naruto. Was ist los? Hab ich ja gemacht im Privatslot. Indonino HD, Dankeschön für dein Angebot, aber nein, danke, ich brauch keinen Push. Und auch nicht, wenn du mir so vom Wegen kommst, ich push dich, wenn du mich abonnierst. Das klappt bei mir nicht, sorry. Schon wieder raus? Ja, ich bin schon wieder rausgeflogen, ne? Soll ich es einfach dann schnell machen und dann einfach fertig, oder? Ja. Oder soll ich dich nochmal einladen? Nö, mach ruhig, fertig da. Alles klar. Aber wie gesagt, Idino, du kannst auch gern bei mir ein Abo einfach da lassen, wenn du magst. Aber nur, wenn dir mein Inhalt gefällt. Aber ich werde keinen abonnieren, nur um Push zu kriegen. So einer bin ich nicht. Ich erreiche lieber meinen Zuschauer selbstständig aus eigener Kraft. Ja, Kartocker, beim Dings Drachenblut ist auch heute irgendwie im Internet viel Probleme. Weil Vodafone hat da Probleme irgendwie bei ihm. Leider heute. Wie lange brauchen die in der Regel, bis die sowas behoben haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage, das kann ich dir nicht sagen. Ne? Aber ich habe jetzt mal hier gerade so ein Zeitdiagramm geöffnet, ne? So sieht's aus. Ist gestern um 11 Uhr eine Störungsmeldung, also mehrere Meldungen von 285 Meldungen eingegangen. Um 23 Uhr rum. Was? Ja. Und seit heute, Vodafone hat seit 7:55 eine Störung. Seit 7:55 muss man sich überdenken seit heute, ey. Krass. Ja, Klopperschen, da gebe ich dir recht, Abo für Abo bringt eh nichts. Das ist echt so. Das ist echt so, dann habe ich echt lieber ein bisschen weniger, aber sie interessieren sich für den Stuff. Als einer, der mir anbietet. Aber wie gesagt, der kann mir gerne ein Abo da lassen, wenn ihm gefällt, was ich spiele. Aber ist auch ein nettes Angebot, aber so eine Unterstützung brauche ich dann auch nicht. Hi Redmond, da bist du ja wieder. Wo warst du denn? Alter, mein Handy! Leute! Ich leg mir ein zweites Handy zu. Nur für Twitter. Das, wo ich dann ausstelle. Nur einmal abends anmache. Alter, ist ja doch krass, ey. Aha, ich hab den schon erster gepackt als du. Ah, okay, war schön, war schön.
Scheiße. So. Mega spannend. Ey, Redmond, hast du am Sonntag Zeit? Ich mute mal ganz kurz mein Mikro, weil ich will mal eben kurz eine Sprachnachricht schicken. Alles klar, kein Problem. Kein Jogen kam er mehr. Aha, hab dich. Und flieg, Affi, flieg. Ich hab mir überlegt, wenn du Bock hast, das mit dem Stream wieder Pokémon Online am Sonntag. Oder am Freitagmittag. Wie es dir lieber ist. Yeah, ich bin erster Platz. Und Ted. So. Dann wird es auch jetzt mal fertig sein, das Stream. Oh, warten auf andere Spieler, warten auf andere Spieler, warten auf andere. Ich will doch gar nicht mehr nochmal machen. Naja, egal, Leute. So. Ups. Hab ich meine Geschichte vor die Nase gehauen. So. Abo für Abo, Abo für Abo. Was für eine Scheiße, und der Typ ist schon wieder weg. Tut mir leid, Leute, ich mache jetzt keine Runde mehr. Ja, aber wie gesagt, ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht am Freitag dann mittags streamen, wenn du Bock hast. Oder wir werden am Sonntag streamen, mittags. Also mir ist das egal. Oder wann haben wir jetzt gesagt? Freitags haben wir jetzt abgemacht oder sonntags? Freitag, ja? Ja, würde ich sagen, lass mal Freitag machen und wenn ja dann eventuell Sonntag dann machen, ne? Und dann am Montag oder so, dann Mittag. Ja. Alles klar, weil am Dienstag ist immer bei mir, bei meinem anderen Kanal mit meinem Kollegen, da ist der Stream ja mehr abgemacht, jetzt wird er regelmäßig jede Woche Dienstag. Okay. Und ja. Platz 3 für einen Level 40 Charakter, nicht schlecht. Ja, das stimmt, das war echt cool. Wie gesagt, apropos, ich habe ja noch meine Punkte, die ich verteilen kann. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, das freut mich doch, Klopferchen, wenn du dann dabei bist. Wie gesagt, ihr könnt ja auch dann weiter euren Freunden Bescheid geben, Familienmitglieder, Freunde auf YouTube oder auch immerhin. Chatfreunde, feste Freunde, Mutter, Vater, Tochter, Oma, Opa, alle Bescheid sagen. Und ja, vielleicht bringen wir mal den Stream zum Explodieren. So richtig fett. Ja, das wäre auf jeden Fall nice, wenn wir das schaffen würden. So einmal richtig fett explodieren lassen, so mit über 20 Leute. So insgesamt wäre schon geil. Ja. Auf jeden Fall. Naja. Also meine lieben Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Genießt den Abend noch schön und die Woche. Lasst es nicht hängen. Wir haben bald die Woche wieder rum und dann haben wir wieder Wochenende. Wir haben ja schon Mitte in der Woche jetzt gehabt heute. Morgen ist wieder Donnerstag. Der geht auch ganz schnell rum und dann heißt es wieder
Wochenende und dann ist wieder Stream Power angesagt auf dem Stone-Kanal. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns am Freitag. Ich hoffe, morgen geht das Gewinnspiel los. Morgen werde ich den zweiten Teil vom letzten Stream hochladen. Und übermorgen wird dann der jetzige Stream hochgeladen kommen. Beim Drachenblut weiß ich nicht, ob er ihn früher hochlädt als ich. Muss ich mal gucken, ne? Kannst ja mal überlegen, wie du willst. Ich lade wie gesagt den Stream übermorgen hoch. Damit ich immer ein bisschen Input habe auf meinem Kanal. Und ja, wie gesagt, haut rein, meine Freunde. Und tschüss, euer Storm. Das wird schwierig.